Auf rund 10.000 Quadratmetern züchtet der österreichische Start-up-Unternehmer Andreas Troger Cannabis. Ganz legal. Gemeinsam mit seinem Partner importiert er das medizinische Cannabis aus den Niederlanden und Kanada und vertreibt es an deutsche Apotheken. Das Geschäft brummt. Denn seitdem Ärzte in Deutschland Cannabis ganz legal verschreiben dürfen, ist die Nachfrage stark gestiegen. Mehr als 13.000 Anträge zur Kostenübernahme gingen in den letzten Monaten bei den Krankenkassen ein. Zum Vergleich, vor der Zulassung von Cannabis als Medikament hatten lediglich rund 1.000 Menschen in Deutschland eine Genehmigung für den Konsum. Und der Ansturm reißt nicht ab. Wegen der hohen Nachfrage kommt es immer wieder zu Lieferengpässen. Apotheken sind auf Produzenten wie Andreas Troger angewiesen. Noch haben sie nur die Möglichkeit, das medizinische Cannabis aus Kanada und den Niederlanden zu bekommen. Ab 2019 soll Cannabis aber auch in Deutschland angebaut werden. Bis heute ist der Konsum nur aus medizinischen Zwecken erlaubt. Nachdem in Kalifornien erst kürzlich die Droge grundsätzlich legalisiert wurde, gehen auch die Forderungen in Deutschland immer weiter. Etwa von Politikern der Grünen, der Linken und der FDP. Die Produzenten dürften sich über eine mögliche Legalisierung freuen, wobei sie auch jetzt schon alle Hände voll zu tun haben.